Der Porsche Carrera Cup in Hockenheim. Auf der Formel-1-Rennstrecke im Badischen werden die Läufe 3 und 4 ausgetragen. Nach dem Saisonstart auf dem engen und winkligen Kurs von Oschersleben geht es diesmal mit über 250 Kilometern pro Stunde zur Sache. Knallharte Fights und spannende Positionskämpfe prägen das zweite Meisterschaftswochenende des schnellsten deutschen Markenpokals. Der Favoritenkreis besteht aus drei Fahrern. Jeffrey Schmidt, Sven Müller und Christian Engelhardt. Der Sieg geht nur über sie, jetzt beim Rennen in Hockenheim. Die Deutschen Christian Engelhardt und Sven Müller oder doch der Schweizer Jeffrey Schmidt? Ihre Namen werden am häufigsten genannt, wenn man nach den Titelchancen fragt. Sven Müller hat die beiden Auftaktrennen in der Magdeburger Börde für sich entscheiden können. Der 24-Jährige kommt aus Bingen am Rhein, könnte abends also locker mit dem Auto nach Hause fahren. Doch Müller fährt Roller und ist nach einer Minute bei seiner Herberge angekommen. Die ist 7,80 Meter lang, hat 180 PS und jede Menge Luxus. Motorsportherz, was willst du mehr? Sven Müller lebt am Wochenende im Wohnmobil. Ich fahre so gut in Europa fast auf jedes Rennen mit dem Wohnmobil. Find's einfach entspannter. Bist direkt an der Rennstrecke, kannst abends früher ins Bett gehen, kannst länger schlafen und hast immer dein gewohntes Bett. Und ich finde, am Wochenende muss man schon ausgeschlafen sein und vor allem muss man gut geschlafen haben. Und da fühle ich mich hier wohl. Die Familie ist meistens mit dabei. Für Mutter Anouk und Vater Michael ist im Wohnmobil noch locker Platz. Draußen bleiben müssen nur die Schuhe. Mit schlappen 460 PS ging es für Müller in die Qualifikation. Es wurde die erhoffte erste Startreihe, doch einer war diesmal schneller. Dauerrivale Christian Engelhardt, der Hockenheim-Rekordsieger, bringt es gleich zweimal auf den Punkt. Heute war es so, dass mir im Qualifying einfach zwei sehr, sehr gute Runden gelungen sind. Ist ja wichtig bei uns, dass wir zwei schnelle Runden fahren im Qualifying. Und da die zweite war eigentlich sogar noch bis zum letzten Sektor schneller wie die erste. Und wie er das gemacht hat, das zeigt er jetzt. Ich nehme euch jetzt eine Runde mit auf dem Hockenheimring. Los geht's, auf Start und Ziel. Die erste Kurve ist eine sehr schnelle Rechtskurve, gefahren im vierten Gang und wir werden voll über die Curbs räubern. Spät bremsen, früh einlenken, voll über den Curb in und am Ausgang auf die Track Limits aufpassen. Die weiße Linie links neben dem Teppich ist das Track Limit. Dann wieder durchbeschleunigen. Harter, später Bremspunkt, sehr wellig hier, die Hinterachse blockiert, man bremst bis an den Scheitelpunkt und dann früh wieder ans Gas, weil es folgt die lange Parabolika. Hier muss man viel Schwung mitnehmen, um dann kein km/h im Kurvenausgang liegen zu lassen. Dann hochbeschleunigen, kurz durchschnaufen, fünfter, sechster Gang. Wir kommen hier auf eine Spitzengeschwindigkeit von knapp 260, bevor es wieder hart in die Eisen geht. Größter Bremspunkt, runter in den ersten, Auto umdrehen. Und dann gefühlvoll ans Gas, sonst drehen die Hinterräder nämlich durch, bevor es dann rausgeht, wieder Richtung Mercedes Arena. Schnelle Vollgas rechts hier innen über den Curb, am Gas bleiben und dann spät bremsen hinein in die Mercedes Arena. Zweiter Gang, links vorsichtig mit dem Gas, Auto auch hier unruhig beim Rausbeschleunigen und dann rechts voll den Curb mitnehmen, bevor es hingeht Richtung Motodrom. Motodrom, hier ist der Asphalt völlig neu, sehr, sehr glatt, aufpassen beim Einlenken und dann innen über die Curbs, außen über die Curbs, alles nutzen, was an Strecke da ist, bevor wir dann in die Sachskurve hineinbremsen, runter, zweiter Gang, Auto umdrehen, gefühlvoll ans Gas, Vollgas hier durch die Links-Rechts-Passage und dann geht es schon runter in den dritten Gang, in die letzten beiden Kurven, innen schön nochmal abkürzen und dann wieder das Auto im Drift auf die Gerade ziehen. Das war eine Runde in Hockenheim.
Das also die Strecke aus der Fahrersicht. Und so sieht der 5,5 Kilometer lange Kurs aus der Luft aus, auf dem die Piloten aus 9 Nationen bereitstehen für den 3. Meisterschaftslauf des Jahres. Eben auf dem Hockenheimring mit einem absoluten Novum übrigens. Denn der Start wird mit der Deutschlandflagge freigegeben. Die Startampel ist ausgefallen. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2007 gibt es mal wieder in Deutschland einen solchen Start. Und der wird ein bisschen Christian Engelhardt zum Verhängnis. Sven Müller, der Doppelsieger beim Auftakt in Oschersleben, er kann sich durchsetzen und geht aus der ersten Kurve als der Führende heraus in Richtung Ameisenkurve. Unmittelbar dahinter Christian Engelhardt, wird aber schon attackiert vom Schweizer, von Jeffrey Schmidt. Der muss viel gut machen in diesem Jahr. Hat nämlich ein punktloses Rennen beim Saisonauftakt in der Magdeburger Börde gehabt. Muss dringend Anschluss finden an Tabellenführer Sven Müller. Spitzkehren, jetzt runterschalten, runterbremsen von rund 260 Kilometer pro Stunde weit ausgefächert. Die ersten drei. Und so geht's dann in Richtung der Mercedes Arena mit dem Zweikampf zwischen Nick Foster, Australien, und Dennis Olsen aus Norwegen. Nochmal der Start. Links am Bildrand die Deutschlandflagge als Startsignal. Dieses absolute Novum hat es lange nicht mehr gegeben im aktuellen Rennsport. Ich muss sagen, war mal was anderes, nach der Deutschlandflagge zu starten. Hat das Ganze noch ein bisschen spannender gemacht. Ja, Start war super, also ich konnte direkt nebendran gehen. Es war für uns alle schwierig, weil wir einfach mit der Fahne nach unten gestartet wurden wie noch nie. Sonderfall, weil die Ampel ausgefallen ist. Das ist mir jetzt in meiner Karriere auch noch nie passiert und leider habe ich dabei dann eine Position verloren. Ein kleines Problem für Christian Engelhardt. Seine Gegner, die bekommen aber noch ganz andere. Denn hier wird es jetzt richtig turbulent. Action. Dreher. Knallharte Rennszenen. Und ein YouTuber ist voller Adrenalin. Mehr dazu gleich bei uns auf Sport 1. Zurück in Hockenheim. Mit 250 geht's auf die Spitzkehre zu. Und dann knacks. Foster dreht Olsen rum. Ich war bereits in der Mitte der Kurve auf dem Gas und wurde dann getroffen. Das Einzige, was ich zu 100% weiß, ist, dass es nicht mein Fehler war. His steht in dem Falle für Nick Foster, der hier mit der Onboard-Kamera sehr spät auf der Bremse. Olsen zieht rein, das muss er auch, und wird dann vom Australier genau an der Stelle getroffen. Der Pilot aus dem Team 75, der sich hier heftigst zu wehren hat gegen Luca Rettenbacher. Einen Österreicher, einen Rookie, einen Nachwuchspiloten im allerersten Jahr des Carrera Cups. Und Nick Foster, der ist immerhin australischer Carrera Cup-Champion. Da klopft Rettenbacher an, ein bisschen unfreiwillig allerdings. Und da dreht sich einer raus, die 15, das ist Ricardo Flores aus Peru, der für MRS GT Racing fährt, und der rutscht gleich anschließend nochmal ins Kiesbett, kann allerdings weiterfahren und zumindest noch ein paar Pünktchen machen für die Gentleman-Wertung. Die Spitzengruppe, Sven Müller, Konrad Motorsports, das Auto mit der Heckkamera, verfolgt hier von Christian Engelhardt, und jetzt die Chance des Windschattenfahrens. Aber er muss den langen Weg gehen in der Spitzkehre außen herum. Das ist der schwierige Weg, versucht das, aber hat nicht wirklich eine realistische Chance gegen Müller, 24 Jahre alt, aus Bingen. Vierter, fünfter Gang hier rüber Richtung Mercedes Arena. Und dann wieder dieses wunderschöne Duell zwischen Luca Rettenbacher, der mit der Onboard-Kamera hier, und Nick Foster, die 17. Und da geht Rettenbacher daneben, schafft das, kann das durchziehen, er ist auf der guten Linie. Muss reinkommen auf den Scheitelpunkt. Funktioniert. Vorne geht's genauso. Rettenbachers Teamkollege Müller. Immer noch in Führung, der Doppelsieger vom Saisonauftakt. Aber jetzt unter heftiger Bedrängnis von Christian Engelhardt. Und des Weiteren kann auch Jeffrey Schmidt aufschließen. Und Engelhardt gibt alles. Über die Curbs, weit nach außen raus. Er will unbedingt an Müller dran, will unbedingt vorbei. Da kämpfen jetzt gerade zwei absolute Spitzenpiloten um die Führung. Und ganz vorne Porsche Junior Sven Müller, der hat sich eine richtig clevere Strategie zurechtgelegt.
Ich habe dann gemerkt, dass Jeffrey dann ein bisschen näher kam, Runde 4, 5 war das, glaube ich. Und dann habe ich noch ein bisschen extra langsamer gemacht, dass Christian ein bisschen Probleme bekommt. Und so kam es dann auch. Und ja, ein bisschen Strategie muss man im Hinterkopf behalten und dann klappt das auch. Merke, als Rennfahrer darfst du auch ein Cleverchen sein. Einfach langsam fahren kann ein bisschen helfen. Und es hilft ihm jetzt auch, weil jetzt setzt sich Jeffrey Schmidt auseinander mit Christian Engelhardt, geht sogar vorbei. Und das alles spielt im Augenblick glasklar in die Hände von Sven Müller, dessen Vorsprung dadurch beginnt zu wachsen. Die Helmkamera, Christian Engelhardt, Rang 3 im Augenblick. Achtung, das ist die Chance. Engellinie neben Jeffrey Schmidt. Und wer beschleunigt jetzt besser? Christian Engelhardt beginnt jetzt massiv den Druck zu erhöhen auf Jeffrey Schmidt. Ich habe leider einen Fehler gemacht, kurz vor Schluss, auf den doch schon alten Reifen. Sehr ärgerlich, zweiter Platz wieder verloren. Morgen neuer Tag und dann werde ich keinen Fehler mehr machen. Der Fehler des 22-jährigen Schweizers hier. Er verbremst sich, rutscht nach außen und Christian Engelhardt ist vorbei. Hart, aber fair. Also war ein super Manöver, wie er an mir vorbeigegangen ist. Ich konnte dann die Position wieder zurückgewinnen. Es war ein schöner Kampf. Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht, aber sehr wenig Spaß hat jetzt Dennis Olsen, die 21. Der Porsche Junior muss an die Box. Das ist ein technischer Defekt als Spätfolge nach der Kollision mit Nick Foster. Sein Teamkollege Jeffrey Schmidt, der will unbedingt den ersten Laufsieg. Und der versucht es nochmal wieder gegen Christian Engelhardt. Klopft an. Aber so richtig vorbei kommt er nicht. Und ganz nach vorne kommt er sowieso nicht mehr. Da ist Sven Müller und der strebt seinem dritten Laufsieg im Jahr 2016 entgegen. Vor, wer macht den zweiten Rang? Christian Engelhardt, hauchdünn vor Jeffrey Schmidt. Das ist die Reihung. Aber der Müller-Sieg für die Mannschaft von Konrad Motorsport, der ist absolut unbestritten. Jawohl, Klaps fürs Auto, gut gemacht. Vom Hockenheimring zur legendären Nürburgring-Nordschleife. Und zu den Neuen im Juniorenprogramm. Dennis Olsen aus Norwegen und Mathieu Jaminet aus Frankreich, der jedoch nur im Porsche Mobil 1 Supercup an den Start gehen wird, versuchen sich an der legendären Eifelrennstrecke. Unter Anleitung der Experten erlernen sie das notwendige Handwerk in der grünen Hölle. Neben ihrer Ausbildung in den Magenpokalen ist uns auch ganz wichtig, die Junioren für die Langstrecke vorzubereiten, um sie in Werks- oder Kundensportprogrammen einsetzen zu können. Gut, die Regularien der Nordschleife sehen vor, dass zuerst eine Lizenz gemacht werden muss und sie fangen jetzt erstmal ganz klein an, also die Grundschule der Nordschleifenkenntnis und machen ihre Lizenz, das ist der erste Einsatz, den sie hier fahren, um dann hoffentlich nach dem zweiten Rennen auch in die größere Klasse und für uns sinnvoll tätig werden zu können. Die haben ein Cayman-Straßenfahrzeug bekommen. Das heißt, sie fangen wirklich auf einer Basis an. Technisch auch herausfordernd. Unser einer Junior, der Mathieu, fährt zum ersten Mal Haarschaltung in seinem Leben. Also sie lernen neben der Fahrerei auf der Nordschleife auch noch was von Autofahren selbst. Ein behutsamer, ein richtiger Weg. Es ist gut, mit einem kleinen Auto anzufangen. Man muss mit dem Verkehr klarkommen und einfach mal die Rundenzeiten oder beziehungsweise die Strecke kennenzulernen. Das ist das A und O. Und dann kann man später mit einem schnellen Auto sich dann steigern und wirklich auf Rundenzeiten fahren. Ich bin wirklich froh, auch von Porsche die Möglichkeit bekommen zu haben, so viele Autos zu fahren in der Langstrecke, im Cup, Testfahrten und so. Und das alles trägt zu einer guten Entwicklung bei. Langsam anfangen ist also die Devise und mal was ganz Neues lernen. Zum ersten Mal fahre ich Haarschaltung und zum ersten Mal in einem Rennauto muss ich mit dem rechten Fuß bremsen. Das ist schwierig für mich, aber ich habe jetzt in meinem Stint 2 Stunden Zeit, das zu lernen. Bei klassischem Nürburgring-Wetter übrigens. Es sind natürlich wieder typische Nürburgring-Bedingungen. Nicht richtig trocken, nicht richtig nass und wir sind auf Regenreifen unterwegs. Das ist nur wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung, aber die ziehen wir jetzt erstmal durch, bis es dann wirklich ganz trocken ist. Wir haben nämlich eine Priorität, das ist Sicherheit. Und da ist mir lieber die Fahne auf dem Trockenen mit dem Regenreifen etwas langsamer als mit Slicks auf dem Nassen. Das wäre mir halt zu unsicher. Bereits nach 3 Runden kommt der Porsche Cayman von Mathieu Jaminet und Dennis Olsen aber außerplanmäßig an die Box. Das Abenteuer Nürburgring-Nordschleife ist schon nach etwas mehr als einer halben Stunde mit einem technischen Defekt zu Ende. Das aus nach einem winzigen Fehler.
Zuerst lief es wirklich gut. Ich konnte ein paar Gegner überholen. Aber dann habe ich mich auf der Start- und Zielgeraden verschaltet. Und dabei hat der Motor Schaden genommen. Jetzt sind wir draußen. Zurück in Hockenheim mit einem ganz anderen Arbeitsgerät. Einem Rennsimulator. Und an dessen Steuer sitzt mit Jeffrey Schmidt ein Rennfahrer. Nebenan ein Gamer. Concrafter alias Luca Reimann stattet dem Porsche Carrera Cup einen Besuch ab. Er kommt in den Genuss einer Renntaxifahrt und lässt sich von Jeffrey Schmidt um den Kurs chauffieren. Das ist schon eine total krasse Adrenalinausschüttung auf jeden Fall. Aber boah, also es ist einfach nur unbeschreiblich heftig. Wer schüttet im zweiten Rennen bei den Profis das meiste Adrenalin aus? Wer darf jubeln und wer geht zerknirscht vom Rennkurs? All das gleich hier bei Sport 1. Nach einem turbulenten Rennen am Samstag freut sich die komplette Truppe am Sonntagmorgen auf den Start. Übrigens, die Startampel ist auch wieder mit dabei. Es geht also klassisch los, aber es geht nicht klassisch los für Christian Engelhardt. Der versemmelt erneut den Start. Jeffrey Schmidt kann vorbeigehen, auch Sven Müller. Und Dennis Olsen beginnt sogar Druck auszuüben auf Christian Engelhardt. Kommt aber dann selbst ein bisschen in Bedrängnis, nämlich im Zweikampf mit Nick Forster. Musste mal ganz kurz raus auf die Wiese. Vorne Auto mit der schwarzen Fronthaube, das ist Jeffrey Schmidt. Engelhardt hat sich wieder freischwimmen können, kommt auf den zweiten Rang. Dann tritt er mit der Heckkamera, Christian Engelhardt. Und dahinter Dennis Olsen und schon wieder mit Nick Forster aneinander geraten. Auf dem Weg in Richtung Parabolika, dann Spitzkehre. So, Schmidt eindeutig auf der richtigen Linie, innen. Kann da die Wege zumachen, keine Chance für Engelhardt, auch nicht für den Rest des Feldes. Drei müssen weit nach außen raus, eins der Project One Autos. Und wir schauen noch mal zum Start und Achtung! Drehzahl fällt bei Christian Engelhardt völlig in den Keller. Und genau das war der Grund. Jeffrey Schmidt und Sven Müller können daraus profitieren und ziehen vorbei. Und weiter geht die Hatz. Mit Ricardo Flores und Wolf Nathan. Der Blick hinein in die B-Wertung, in die Gentleman-Wertung. Und da kommt jetzt auch der Seelensieger dieser Meisterschaft. Wolfgang Triller geht längsseits und geht vorbei. Der Unternehmer aus dem Niederbayerischen hat das souverän im Griff. Genau wie an der Spitze auch sein Teamkollege Jeffrey Schmidt. Beide fahren für die Mannschaft von Christoph Huber. Schmidt vorne, dann Engelhardt, dann Müller, dann Olsen, das zweite Huber-Auto im Feld. Und was gibt's da rund um die Rookies? Das ist David Kolbmann, die 1, und Ryan Cullen. Beides Rookies, der eine für Konrad, der andere fürs Team Project One. Und auch der hier mit der Onboard-Kamera ist ein Rookie, Luca Rettenbacher. Und er hat mal wieder seinen Lieblingssparringspartner vor sich, Nick Forster aus dem Team 75 von Timo Bernhard. Und die fahren unmittelbar hinter der Spitzengruppe. Fahren nämlich unmittelbar hinter Schmidt, Engelhardt, Müller, da ist Forster, schlägt ein bisschen an. Und das sind Müller und Dennis Olsen. Der eine Porsche Junior im dritten Dienstjahr, Sven Müller. Der andere ganz neu in der Mannschaft. Zu Saisonbeginn 2016 erst dazugestoßen, nämlich Dennis Olsen. Der Teamkollege von ihm hier, vom Rennführenden, von Jeffrey Schmidt, der letztes Jahr hier in Hockenheim schon das Finale gewinnen konnte. Und der hat auch jetzt das Rennen im Griff. Und Müller versucht jetzt an Engelhardt ranzukommen. Aber der muss grundsätzlich immer auch nach hinten schauen, weil da ist Dennis Olsen. Und das ist so ein bisschen die Majestätsbeleidigung des Motorsports. Völlig respektlos geht der Jung-Junior Dennis Olsen an den sehr viel erfahreneren Sven Müller heran. Und er macht sogar einen Fehler. Rutscht nach außen, das Auto stellt sich quer. Leichtes Übersteuern. Achtung hier, da kommt's. Er zieht schwarze Striche auf den Asphalt. Und dann ist Dennis Olsen vorbei. Also die Rookies, die ganz Jungen in der Meisterschaft, drücken diesem Rennen ihren Stempel auf. Nick Jelloli hier vorne, jetzt gegen Luca Rettenbacher.
aufsteigende Rauchwolken und Olsen. Der Kampf der Rookies, der Kampf der Junioren. Toller Motorsport in Hockenheim. Ich hatte gegenüber Sven einen Vorteil aufgrund meiner neuen Reifen und musste ihn deshalb direkt zu Beginn des Rennens unter Druck setzen. Dann habe ich es geschafft, ihn zu überholen und es hieß nur noch verteidigen. Das war mein einziges Ziel. Jeffrey und Dennis hatten neue Reifen, deswegen ist er in den ersten 4-5 Runden extrem schnell gewesen. Und ich musste nach hinten verteidigen, musste aber auch überholen. Und das ist halt, wenn du in der Zwickmühle bist, ist es extrem schwer. Und hatte bessere Traktion durch den neuen Reifen, kommt aus der Spitzkehre besser raus und dann war er schon vorbei. Und gegen Ende hin hat er halt natürlich abgebaut, der neue Reifen. Ein alter Reifen ist eher konstant. Und deswegen konnte ich dann auch wieder angreifen, aber bin leider nicht vorbeigekommen. Tja, so kann's gehen. Da hat man 3 Rennen hintereinander gewonnen. Auch das Leben 2-mal, Hockenheim am Samstag. Und dann kommt man am eigenen Juniorenkollege nicht vorbei. Rettenbacher, der schafft's aber hier. Wieder einer der Jungen. Und wieder das bis zur Zielflagge tobende Duell zwischen Dennis Olsen und Sven Müller. Da hat es Jeffrey Schmidt an der Spitze sehr viel leichter. Er hat alles im Griff, zieht durch, holt den ersten Laufsieg 2016 vor Christian Engelhardt. Über die Linie. Und wer wird Dritter? Es ist Dennis Olsen, der Teamkollege vom großen Sieger hier von Jeffrey Schmidt. Ja, da darf man sich freuen. Es ist der erste Erfolg für die Mannschaft von Christoph Huber. Und ein mehr als zufriedener Jeffrey Schmidt. Es läuft. Der Start war ein bisschen harzig in die Saison, aber wir holen stetig auf. Und der Sieg heute war wirklich sehr wichtig fürs Team. Es hat Kraft gegeben, motiviert auch für den weiteren Verlauf. Und ich freue mich jetzt auf die weiten Rennen und den Speed mitnehmen zu können. Ganz klar, das sieht nach einem tollen Jahr in der Meisterschaft aus. Und nicht nur Schmidt, sondern auch der Zweitplatzierte ist zufrieden, aber mit Luft nach oben. Wir haben viele gute Punkte mitgenommen. Sind 2-mal auf dem Podium, da muss man sich einfach freuen. Es hat perfekt angefangen mit einer doppelten Pole-Position. Und ich habe mir nicht viel vorzuwerfen. Ich war in beiden Rennen sehr, sehr schnell. Leider sind beide Starts ein bisschen misslungen. Das werden wir uns anschauen. In der Vergangenheit war ich ein sehr guter Starter. Insofern wird es kein dauerhaftes Problem sein. Aber das hat uns dieses Wochenende beide Siege gekostet, kann man schon so sagen. Und mit 2-mal Zweiter bin ich aber trotzdem sehr zufrieden. In der Meisterschaftstabelle führt weiterhin Sven Müller vor dem neuen Zweitplatzierten Christian Engelhardt. Auf Rang 3 mit Dennis Olsen weiterhin der beste Rookie. Die nächsten Läufe zum Porsche Carrera Cup gibt es vom 20. bis 22. Mai auf dem Red Bull Ring in Spielberg in Österreich.